Gold. Gold schützt in Krisen, Gold schützt vor Inflation. Darum kaufen die Leute Gold. Aber das stimmt so nicht. Es ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Wir schauen uns heute an, was bringt Gold, wovor schützt mich Gold, warum und wann kaufe ich Gold. Und damit herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Hallo zum neuen Goldbeitrag. Ich habe hier schon einige Beiträge gemacht zu Gold und ich habe gemerkt, es war nicht immer jeder so ganz zufrieden damit. Meine Beiträge waren im Prinzip so, ich habe Gold immer ins Verhältnis gestellt zur Lage allgemein, Zinsen, Anleihemarkt, der Dollar, die Notenbankpolitik und so weiter. Und es ist mir immer darum gegangen, was haben wir für Szenarien und was heißt es dann für Gold oder was könnte das für Gold heißen. Aber das spricht nicht jeden so an, weil einige sagen, naja, Marktumfeld gut und schön, aber darum geht es mir gar nicht. So, für mich ist Gold eine grundsätzlichere Sache. Und es ist klar, Gold hat viele Aspekte, aber wenn man Anleger ist, dann würde ich sagen, da gibt es hauptsächlich zwei Sichtweisen. Und zwar die eine, da sieht man Gold eben konkret in einer Marktsituation, wie sie gerade ist. Also Gold ist ja ein eher kleiner Markt, der Goldmarkt, wenn man ihn jetzt vergleicht zum Beispiel mit dem Anleihemarkt oder mit dem Devisenmarkt. Und da ist der Goldpreis natürlich immer irgendwie eingebettet in das Gesamtgeschehen, hängt also von dem ab, was da sonst so passiert auf der Welt und am Markt. Und das war auch immer mein Ansatz in meinen Videos. Aber man kann natürlich Gold viel grundsätzlicher sehen, und zwar zum Beispiel als Wertanlage, die eben Bestand hat seit Tausenden von Jahren und weltweit. Also Gold ist immer geblieben, alles andere ist mehr oder weniger untergegangen. Es gibt ja auch die römische Sesterze zum Beispiel nicht mehr oder die Gulden oder die Reichsmark. Gold ist noch da, der Wert ist noch da und damit ist Gold ja ganz offensichtlich der ultimative Schutz vor Wertverfall auf lange Sicht und vor Krisen und schweren Umwälzungen und als solches dann eben auch alternativlos. Und dementsprechend gibt es natürlich auch zwei Typen von Anlegern, wenn sie Gold kaufen. Die einen, die schauen dann eben auf die Marktlage, was macht der Dollar, was macht die Fed oder wie sieht auch der Chart aus vielleicht. Das sind dann oft Trader oder Portfolio-Manager auch, die eher Positionen aufbauen malen, dann bauen sie wieder Positionen ab. Aber der Privatanleger, der macht das alles eher weniger. Der kauft Gold oft auf lange Sicht als Sicherheit und er kauft Gold aus Unbehagen heraus. Also Unbehagen über vieles, über das Finanzsystem, über die Lage, wie sie ist, politisch, wirtschaftlich und meistens auch aus der Sorge, dass schlimme Dinge passieren könnten. Und davor soll dann eben Gold schützen. Und das ist als Motiv natürlich grundlegend anders und dafür muss man auch kein Marktszenario vor Augen haben. Da fragt man sich dann auch nicht, wo steht der Goldpreis jetzt vielleicht in 2 Wochen, sondern man will Gold grundsätzlich haben als Absicherung oder man ist sogar so pessimistisch, dass man sagt, es passieren meiner Meinung nach ganz sicher schlimme Dinge und darum muss ich jetzt Gold haben. Und wenn man das so sagt, dann ist man ein Goldbulle, würde ich sagen. Ich kenne auch ein paar, ich kenne sogar ein paar relativ harte Goldbullen im Kollegenkreis, im Bekanntenkreis und die denken meistens sehr konsequent, die denken auch radikal oft oder aber sie sind beispielsweise auch überdurchschnittlich pessimistisch oder auch beides zusammen. Mein Ding war das jetzt nie so ganz, also zumindest nicht in der harten Version, wenn dann die ganze harte Systemkritik kommt oft oder Verschwörungstheorien, auch Manipulationsvorwürfe, da wird dann auch vieles durcheinander geworfen, immer meiner Meinung nach.
Aber man muss auch sagen, wir verdanken den Goldbullen viel. Die Verwerfungen, die wir haben seit der Finanzkrise, die sind ja da. Und so wie wir darüber denken, über die ganzen Entwicklungen seitdem und die Debatten, die wir haben, über Schulden, über die Geldmengen, über die Geldpolitik, die ganzen Probleme, die ja tiefgehend sind auch zum Teil. Und dass das auch alles so breit diskutiert wird, das kommt natürlich von der Finanzkrise im Endeffekt, aber wir verdanken das in großen Teilen auch den Goldbullen, den radikalen Verfechtern von Gold. Die sind es oft und meistens, die den Finger in die Wunde legen, den Finger in die Wunden des Finanzsystems und das auf eine sehr konsequente Weise. Und davon haben wir alle auch, denke ich, in den letzten Jahren profitiert. Es sind von den Goldbullen, sind viele Prognosen nicht eingetroffen in den letzten Jahren, aber das heißt nicht, dass sie nie eintreffen werden und das heißt auch nicht, dass die Diagnose, die sie stellen, grundsätzlich falsch ist, nur weil die Szenarien entsprechend am Markt nicht eintreffen. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, unbedingt in der Marktlage und an den Märkten. Gold ist eine Weltanschauung, oft auch. Und ich spreche immer von Gold. Dazu gehören natürlich zu dem ganzen Komplex dazu Edelmetalle ganz allgemein. Und was auch immer mitschwingt, Edelmetallaktien, Aktien von Minenbetrieben. Zum Beispiel, wir haben vorgestellt im November im Zukunftsmärkte-Report, Centerra Gold, das war unser kleiner Geheimtipp damals, sind seitdem gestiegen um 24%, was nicht schlecht ist für 2 Monate, würde ich sagen. Mit Rückenwind natürlich vom Goldpreis auch, aber nicht nur. Und angesichts dieses Erfolgs, da bringen wir in unserem nächsten Report gleich nochmal 2 neue Goldminenaktien, die wir auch interessant finden. Eine davon ist eine große Goldaktie, großes Goldunternehmen, das wäre dann eher die konservative Empfehlung und eine mittelgroße Goldaktie, die ist dann eher ein bisschen spekulativ, beide mit Potenzial, wie wir meinen. Also anmelden www.zukunfts-märkte.de. Die Reports sind gratis und unverbindlich und der Report mit den beiden Minenempfehlungen, der geht dann nächste Woche raus. Auf jeden Fall Gold. Bullen, ein echter Goldbulle, der kauft Gold als Krisenschutz grundsätzlich mal für schlechte Zeiten und dem ist es dann auch egal, was er für Gold nach einem Jahr oder so bekommt, weil das, was er dann bekommt, das ist sowieso Papiergeld, das irgendwann mal auch weg ist. Aber andere Anleger, die kaufen auch mal Gold, weil sie damit Gewinn machen wollen und die haben dann ein Szenario vor Augen oder sollten ein Szenario vor Augen haben, eventuell auch ein Krisenszenario, von dem sie dann profitieren wollen. Und wenn man aber so vorgeht, dann ist es nicht mehr ganz so einfach, weil Krise ist eben nicht gleich Krise. Ich habe hier mal eine Grafik, die ist von Goldfields, von dem Unternehmen. Das ist der Goldpreis auf lange Sicht seit 1975. Einmal in Rot, das ist der Goldpreis absolut und dann nochmal in Blau inflationsbereinigt in Preisen von 2017. Und das ist legitim, weil es gab ja seitdem auch Kaufkraftverluste. Und das graue Gebirge hier, das ist der US-Leitzins. Und die Darstellung, die ist ein bisschen grob leider, aber was man schon sieht, zum Beispiel die vorletzte große Goldrallye ganz links, das war die Rallye von 1976 bis 1980. Und das war eine spezielle Situation, das ist schon lang her, aber damals ist in den USA die Inflation durch die Decke gegangen. Die war in der Spitze da bei 15%. Und da ist natürlich massiv Gold gekauft worden. Die Anleger sind regelrecht in Gold geflohen. Und der Goldpreis hat sich innerhalb von 4 Jahren versechsfacht. Und seitdem haben wir auch alle im Hinterkopf, wenn die Inflation durch die Decke geht, dann Gold kaufen. Aber was dann passiert ist, die US-Notenbank, die hat den Leitzins stark angehoben.
Musste sie auch. FED-Chef damals war Paul Volcker seit 1979 und der hat den Leitzins angehoben in der Spitze auf 21%. 1981 war das. Heute unvorstellbar, 21% Leitzins in den USA. Und das war dann das Ende dieser Goldrallye. Es hat damals viele Leute gegeben, die schon gedacht haben, auch 81 noch, die gedacht haben, Inflation ist das Grundübel unserer Zeit und Gold wird teuer bleiben. Aber das war nicht so. Die Inflation war schon immer noch hoch die nächsten Jahre. Aber was es eben gegeben hat, es gab eine entschlossene Reaktion der FED. Das hat natürlich eine schwere Wirtschaftskrise verursacht, Massenarbeitslosigkeit. Bei so einem Leitzins ist es auch klar. Aber die Notenbank hat glaubwürdig gehandelt. Sie hat gezeigt, uns ist es ernst mit der Geldwertstabilität und mit der Bekämpfung der Inflation. Und ja, wie gesagt, von da an geht Gold 20 Jahre lang nach unten, obwohl die FED den Leitzins in diesen 20 Jahren durchgehend senkt, 20 Jahre lang, und obwohl es auch in der Zeit Krisen gegeben hat, durchgehend, zum Beispiel Ölpreisschock hat es nochmal gegeben 1990, erster Irakkrieg, trotzdem Gold ist im Großen und Ganzen immer nach unten gegangen. Und das kann ihn als Goldanleger theoretisch auch wieder passieren, dass wir so eine Situation haben. Weil es hat damals in den 20 Jahren zwar durchaus schwere Krisen gegeben, aber diese Krisen, die waren deflationär, die waren nicht inflationär. Und die Inflation war zwar da, die war auch damals durchgehend höher als die Inflation, die wir jetzt haben. Und das Zinsniveau ist auch zurückgegangen langfristig. Aber das Zinsniveau war immer noch hoch genug, dass man gedacht hat, die Inflation ist eingedämmt. Die Marktzinsen waren höher als die Inflation. Das heißt, es hat reale Zinsen gegeben. Und die Geldpolitik, die war damit eben glaubwürdig. Und was mir auch sehr wichtig ist, spätere Krise. 2000, 2001 Platzen der Internetblase, damals also schwere Krise, damals sind die Börsen zum Beispiel viel stärker gefallen als danach dann in der Finanzkrise. Und das ist der Goldchart in der Zeit ab 1999 bis Anfang 2002. Gold war damals eh schon am Boden, aber es hat auch da nicht reagiert. Es ist nur ganz kurz mal gestiegen, hat dann Sprung gemacht, Herbst 1999. Aber trotzdem, es ist auch da beim Goldpreis so gut wie nichts passiert, trotz einer schweren Krise, weil diese Krise war eben auch deflationär, nicht inflationär. Also in dem Fall kein Krisenschutz durch Gold. Und in der Finanzkrise selbst dann, Jahr 2008, genauso. Also hier Gold im Jahr 2008 im Sommer, da ist Lehman Brothers zusammengebrochen. Das war eine schwere Krise, das war sogar eine Systemkrise, würde ich sagen. Also Stabilität des Finanzsystems war damals nicht mehr gewährleistet. Aber was hat Gold gemacht? Gold ist gefallen, erstmal, so wie alles andere auch. Mitten in der Systemkrise 2008 war Gold erstmal kein Schutz. Und danach erst, danach, als allen dann klar geworden ist, dass es eine massive Gegenreaktion gibt von den Notenbanken, also die Nullzinsen, die Geldpolitik, die ultra locker war und damit dann natürlich verbundene Inflationssorgen, die dann hochgekommen sind, dann, erst dann, ist Gold gestiegen. Gold ist dann stark gestiegen, das wissen Sie ja, um über 150% auf 1.900 Dollar sogar in der Spitze. Aber erstmal auch hier kein Krisenschutz durch Gold. Wobei ich auch glaube, der Goldkursrückgang, den wir da hatten damals, wenn wir so eine Situation nochmal hätten heute, es würde wahrscheinlich anders laufen, weil wir sind heute anders gepolt und wir wissen heute von vornherein, dass es wahrscheinlich wieder eine starke Notenbankreaktion geben wird, wenn sowas nochmal passiert. Und dann wird man das wahrscheinlich auch entsprechend vorwegnehmen am Goldmarkt. Aber
Grundsätzlich, die Welt hat sich verändert natürlich, und sie verändert sich da eigentlich schon seit dem Jahr 2002. Also im Nachgang dieser Dotcom-Blase, und sie verändert sich vor allem im Hinblick auf die Notenbankpolitik. Wir stellen schon seitdem fest, dass die Notenbank jetzt nicht nur auf die Inflation schauen, sondern dass sie vermehrt auch die Wirtschaft stützen wollen oder auch stützen müssen. Es ist ihnen ja teilweise auch gar nichts anderes übrig geblieben, und das haben wir eben aber teilweise schon seit der Internetblase Anfang dieses Jahrtausends. Und seit 2002, da hat sich der Goldpreis ja auch unterm Strich fast verfünffacht in Dollar. Trotz aller Korrekturen in den letzten Jahren ist es ja immer noch eine sehr gute Entwicklung, und das muss man ja auch mal sehen. Aber wie geht es jetzt weiter? Sie wissen, Gold steigt zurzeit wieder. Das ist der Chart die letzten 2 Jahre. Also letztes Jahr ist es zwischenzeitlich gefallen bis August. Jetzt steigt es wieder, teilweise sogar deutlich. Hat das jetzt was mit Inflation zu tun? Ich würde sagen, eher nicht. Inflationserwartungen gehen ja momentan zurück. Das Wachstum geht auch zurück, und damit einhergehend auch die Inflationserwartungen. Inflation ist also momentan nicht so unser Problem. Und hat es was mit Krise zu tun, mit einer sich abzeichnenden? Auch das nur bedingt. Also in der zweiten Jahreshälfte ist Gold zwar gestiegen, während gleichzeitig die Aktienmärkte gefallen sind. Also eine gegenläufige Entwicklung von Gold und Aktien, aber dieses Jahr ist es nicht mehr gegenläufig. Seit Jahresbeginn steigen ja die Börsen wieder, und Gold steigt trotzdem auch mit. Also Krisenschutz, das trifft auch nicht so ganz zu in der momentanen Situation. Aber womit es was zu tun hat, das ist eben die Fed, die US-Notenbankpolitik. Der Goldmarkt, das habe ich ja im früheren Beitrag auch schon mal erwähnt, der Goldmarkt ist ganz stark auf die USA fixiert. Also was da so passiert, der Rest der Welt, der spielt da für den Goldpreis in Dollar nicht so die große Rolle. Und was die Anleger eben schon lang vermuten, und was jetzt in den letzten Wochen, Monaten eben auch irgendwo eingetreten ist, das ist eine Wende in der Geldpolitik in den USA. Ich habe hier meinen letzten Goldbeitrag gemacht vor 3 Monaten, also es ist noch nicht so lang her. Und damals stand noch im Raum vor 3 Monaten, dass wir 4 weitere Leitzinserhöhungen haben bis Ende 2020. 4 Zinsschritte. Und jetzt aber, Fed-Sitzung Ende Januar, jetzt steht keine einzige mehr im Raum. So stark ist die Fed ganz offensichtlich besorgt um die Konjunktur. Und es gibt jetzt auch schon Analysten, die sagen, der nächste Zinsschritt, das wird eine Zinssenkung. Keine Zinserhöhung mehr, sondern eine Senkung. So schnell kann es gehen. So schnell ändert sich da die Marktlage. Und das sagen dazu die Goldbullen. Das habe ich von der Seite von Northman Trader. Die Fed Credibility, die Glaubwürdigkeit der Fed, da liegt sie jetzt begraben. Also bis 2019 hat sie überlebt noch, mehr schlecht als recht. Aber das war jetzt dann doch zu viel. Jetzt hat die Fed endgültig gezeigt, dass sie die Geldstabilität nicht mehr wirklich verteidigt, dass es nicht mehr will oder dass es vielleicht auch nicht mehr kann unter den gegebenen Umständen. Und das schiebt den Goldpreis jetzt natürlich wieder an. So, und da bin ich wieder, und ich persönlich muss auch sagen, dass mich dieses Zurückrudern der Fed, also in der Deutlichkeit, das hat mich auch überrascht. Das hätte ich so nicht gedacht, und ich denke auch immer noch eigentlich, dass das alles ein bisschen übertrieben ist gerade. Also die Fed steht gerade ja irgendwo auch unter dem Eindruck von dieser Haushaltssperre. Die ist sehr vorsichtig natürlich, und sie ist vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig, und möglicherweise in ein paar Monaten, da sind die
Aussichten dann vielleicht doch nicht mehr ganz so schlecht und die Fed ist dann vielleicht auch nicht mehr ganz so vorsichtig, wie man das gerade am Markt so glaubt. Und wenn das so wäre, dann wäre das für Gold nicht so gut, dann könnte das jetzt schon noch mal absacken in den nächsten Monaten. Aber wie gesagt, das ist ein persönliches Szenario von mir. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt und es ist vor allem auch ein Szenario, das eher kurzfristig ist. Mittelfristig, das habe ich hier auch schon mal gesagt und das wird auch breit diskutiert momentan wieder. Mittelfristig ist es die Frage, verträgt die Wirtschaft, vertragen die Volkswirtschaft im Westen, vertragen die überhaupt noch höhere Zinsen, vertragen die eine Normalisierung der Geldpolitik, wie es eigentlich mal geplant war? Und diese Frage, das ist eine durchaus ernste Frage. Es kann durchaus sein, dass unsere westlichen Volkswirtschaften das eben nicht so tun oder dass die Opfer zu hoch wären, die Opfer einer Normalisierung der Geldpolitik. Und das würde dann heißen, dass die Notenbanken die Zinsen auf Dauer unter dem Niveau halten müssten, das eigentlich notwendig wäre für die Geldwertstabilität. Und das sagen die Goldbullen natürlich schon lang. Und das könnte auch kommen, und zwar unabhängig davon, ob das schon lang so geplant war, also dass man die Wachstumsschwäche und die ganzen Schulden einfach absichtlich inflationiert sozusagen, oder ob man das eigentlich ursprünglich auch gar nicht wollte und dass es jetzt aber trotzdem so kommt, dass das den Notenbanken auch aufgezwungen wird von den Märkten und von der Wirtschaftslage, so wie sie eben nun mal ist. Und wenn es so ist, dann ist es für Gold natürlich ein absolutes Bullenszenario und die Inflation, die muss dafür auch gar nicht mal so hoch sein, sondern es reicht, dass es keinen Realzins mehr gibt oder nur einen sehr niedrigen Realzins und dass das Zinsniveau dauerhaft unter dem Niveau bleibt, das eigentlich für die Geldwertstabilität notwendig wäre. Und was heißt das jetzt alles? Soll man jetzt also Gold haben? Summa summarum würde ich sagen, dass es natürlich abhängt von ihrer Mentalität, von ihren persönlichen Überzeugungen, also wie sie die Welt sehen, wie sie die Lage sehen, wie pessimistisch sie natürlich sind. Aber ich glaube schon, dass jeder zumindest ein bisschen pessimistisch auch sein sollte und dementsprechend jeder sollte auch Edelmetalle irgendwo dann haben, zur Absicherung zumindest, also noch nicht unbedingt mit Gewinnerzielungsabsicht. Wer mit Gold Gewinn machen will oder mit Goldaktien Gewinn machen will, der muss auch ein Marktszenario vor Augen haben. Der muss wissen oder der muss eine Vorstellung davon haben, was könnte jetzt passieren, Inflation, Notenbanken, Geldpolitik. Und wie wird das dann vom Markt auch interpretiert werden? Das spielt ja auch immer eine wichtige Rolle. Also mir ist es hier nochmal wichtig, gesagt zu haben, Gold ist kein Selbstläufer. Gold muss nicht immer steigen, grundsätzlich nur, weil die Welt momentan so ist, wie sie ist. Aber lassen Sie uns da gemeinsam dranbleiben, gerne. Also wir bleiben schon mal dran. Wir hier bleiben Sie gerne mit uns dran. Und nicht vergessen natürlich, nächste Woche gibt es unsere beiden Goldminentipps im Zukunftsmärkte-Report. Link für die Anmeldung ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und bei YouTube hier, da geht es bei uns nächste Woche um China und um die Frage, besteht die Gefahr, dass China uns hier im Westen unsere besten Unternehmen einfach wegkauft? Und das ist natürlich für Deutschland oder für alle Länder hier im Westen eine Frage, die ganz elementar wichtig ist. Uns geht auch darum, was heißt es für uns unter Umständen als Anleger und als Investoren. Also immer dranbleiben, Kanal abonnieren und bei der Anmeldung immer die Glocke drücken. Das heißt, wenn der China-Beitrag dann da ist nächste Woche, dann sehen Sie das auch gleich und die anderen neuen Beiträge natürlich auch. Also bis nächste Woche, wenn Sie wollen, mit China und den chinesischen Übernahmen hier bei uns. Alles Gute Ihnen und wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.